Also Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar heute schauen wir uns zusammen den neuen A35 an. Das Auto wurde vorgestellt und ich würde auch nicht weiter länger rumfackeln. Dann schauen wir uns das Ganze mal zusammen. Herzlich willkommen in Paris. Wir sind bei Mercedes-AMG und hier steht es, das neue Einstiegsmodell bei Mercedes-AMG, der AMG A35. Was bedeutet das? 2 Liter Turbo unter der Haube, 306 PS, damit auf Augenhöhe von Golf R und Audi S3. Hier steht er als Edition One. Sieht man ganz gut, unter anderem optional. Jetzt bei dem Vergleich würde ich noch den 1er BMW, zumindest den neuen, der kommen wird, mit ins Boot holen. Denn der wird auch 306 PS haben, der M1 45i und auch 2 0 Liter Turbo aufgeladen als Vierzylinder. Dementsprechend würde ich den hier noch mit vergleichen. Dieses Aerodynamikpaket mit... Also von vorne gefällt das Auto mir sowieso mega gut. Also die Scheinwerfer sind richtig gut gelungen. Und ja, im AMG-Paket so sieht das Auto sowieso, finde ich, sehr stimmig aus. Diesen Flaps hier und dem Splitter vorne, hinten ein riesen Heckspoiler. Optional gibt es 19 Zoll Felgen, serienmäßig steht er auf 18 Zoll Felgen. Die Felgen, die ihr gesehen habt, die sind mega geil. Also ich feiere die wirklich, denn die haben so eine Bronze, leichten Bronzeton, wie so eine Bronzeschicht, und das sieht echt, sieht sehr, sehr edel aus und passt zu dem Blau im Edition One Paket. Laut Mercedes ist der 2 Liter Vierzylindermotor des A35 eine Neuentwicklung auf Basis des M260 genannten Motors aus den neuen A220 und A250. Aktuell liegt die Maximalleistung bei 224 PS. Für das AMG-Einstiegsmodell aber haben die Motorenbauer die Leistung durch umfangreiche Eingriffe und einen neuen Twin-Scroll-Turbolader auf 306 PS und 400 Newtonmeter maximales Drehmoment gepusht. Damit liegt der A35 genau auf Augenhöhe mit VW Golf R und Audi S3, die bisher 310 PS leisten. Dank 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe und Allradantrieb beschleunigt der Kompaktsportler in nur 4,7 Sekunden von 0 auf 100. Das sind gerade mal 0,5 Sekunden länger als der 381 PS starke A45 der Vorgänger. Also das Auto, was wir jetzt anschauen, ist ja der A35, sprich das Einstiegsmodell in die AMG-Klasse. Und es ist ja so, der A45 wird ja noch folgen, dieses oder nächstes Jahr. Ich denke mal, dieses Jahr wird er kommen. Vorgängergeneration. Gegen Aufpreis bekommt der A35 die vom C63 Facelift bekannten Touch-Control-Buttons und den Fahrmodi-Drehregler direkt am Lenkrad. Für das volldigitale Cockpit haben die Ingenieure beim A35 drei spezielle AMG-Anzeigestile entwickelt, von denen der Supersportmodus mit... Das Tacho finde ich sowieso mega gut gelungen. Auch die Sprachsteuerung funktioniert ja echt alles einwandfrei. Und an sich von innen ist das Auto echt gelungen. Ich habe mich auch mal erkundigt bzw. nach einer A-Klasse geschaut. Wenn die A-Klasse voll ausgestattet ist, hat die auch nicht mehr oder nicht weniger Ausstattung als eine S-Klasse. Natürlich unterscheidet sich das da nochmal im Komfort. Aber Sitzheizung, Sitzbelüftung, Massagesitze, hat selbst alles die A-Klasse und ja. Dem mittigen Drehzahlmesser wohl der markanteste sein dürfte. Sonst kann der AMG A35 quasi alles, was die Standardversion der neuen A-Klasse auch kann. Dazu gehört natürlich das Widescreen-Cockpit mit zwei jeweils 10,25 Zoll großen Bildschirmen, die unter einem durchgängigen Glaspanel miteinander verbunden sind. Ansonsten gilt auch beim A35 Tschüss Command-System, Hallo MBUX oder auch Hallo Mercedes. So, eben schon erwähnt, die Theke hier, die gehört zum optionalen Pack. Wenn wir jetzt gerade das Auto von hinten sehen, von hinten gefällt mir das, die normale A-Klasse nicht so. Hier jetzt mit dem AMG-Paket, mit dem Spoiler und dem Diffusor unten, sprich mit den zwei Auspuffblenden, sieht das Ganze auch dann richtig stimmig aus und dann passt das Ganze auch. Geht dazu, aber wenn wir hier nochmal gucken, Mercedes AMG A35, das ist also der neue Einstieg. Der Einstiegspreis, ja, dazu sagen sie hier bei Mercedes AMG noch nicht viel. Wir gehen mal davon aus, dass er so um die 45.000 Euro kosten wird. Für die Edition One hier sind wahrscheinlich noch ein paar Euro. Also 45.000 Euro, damit wird man wahrscheinlich gar nicht hinkommen, denn...
die ganzen Pakete, die noch aufpreispflichtig sind, ich denke, man wird im Endeffekt so bei 55.000 bis 60.000 liegen. Und es ist einfach zu viel. Es ist einfach ganz klar, es ist zu viel für so ein Einstiegsmodell in die AMG-Klasse. Und was wird dann der A45 kosten? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was eure Meinung dazu ist. Und ich denke, dann wird ja der A45 bei 65.000, 75.000 liegen. Das ist einfach zu viel für so einen kleinen Sportwagen, sag ich jetzt mal. Ja, fällig. Ja, soweit. Das war's dann auch schon mit dem Video. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Und dann sehen wir uns spätestens, wenn der A45 vorgestellt wird. Peace. See the light.